Hallo und willkommen zurück beim Red Talks für unser Car Mechanic Simulator 2018. Jawohl, wir machen weiter. Versetze. So, jetzt muss ich die Wagen. So, jetzt. Das funktioniert. Vorher hat das nicht so richtig geklappt. Aber jetzt, ich kann auch so arbeiten. Ich habe es auch gedacht, das wird vielleicht nicht so die Problem. Aber die Probleme, das geht auch schon. So, soll mal hier demontieren, ich weiß auch nicht. Da muss ich auch nicht was falsch machen. Erstmal gehen wir auf die Diagnosemodus. Okay, ihr fahren ist in Ordnung. Okay. Dann jetzt werde ich gucken, dass Moment, ich will raus. So. Oh ja, ich muss rausgehen auf diesen Modus, Diagnosemodus. So, jetzt, ich bin rausgegangen auf diesen Diagnosemodus. Also wie gesagt, wir müssen immer gucken, bevor dass ich greife ein, einen Teil zu wechseln. So, jetzt. Mama, Prüfungsmodus, jawohl. Ah, hier ist diese belüftete Bremsscheibe. Okay. Okay, hier muss man das machen. Und ich gehe wieder seitlich, jawohl. Dann machen wir auch Prüfungsmodus. Oh, da ist noch wieder was kaputt. Aha. Okay, an Bremsscheibe ist auch kaputt. Gut. Und jetzt, ich guck mal hier. Weil vorne, wir haben geguckt, das war nichts. Und Prüfungsmodus, jawohl. Ah, und wieder Bremsscheibe kaputt. Oh. Mal lieber, was war die Aufträge? Normal war nicht gesagt mit Bremsscheibe, oder? Ah doch, zwei Bremsscheiben und eine belüftete Bremsscheibe. Okay. Das wird man machen. Das ist so leicht Aufgabe normalerweise. Okay. Wir fangen bei dieser Teilreihe an. So. Ja, ich muss wieder mehr dran. Ich muss im Demontagemodus gehen. Ja, Montage und Demontagemodus, jawohl. Jetzt. Aber ich muss irgendwie noch. Oh. Da bin ich zu weit gegangen. So, jetzt Achtung. Ja, das geht nicht. Normaler Modus, jawohl. Und jetzt. So. Jetzt geht's wieder. Okay, Schraube weg jetzt. So, machen wir erstmal die erste weg. Der Kunde, der wäre doch begeistert, zu wieder eine Wagen zu bekommen mit neuen Bremsen. Und hoffentlich, der bezahlt mich auch sehr gut. Weil sonst, das gibt's Ärger danach. So, jetzt. Die Bremsscheibe muss ich raus. Ah,
Bremssattel, jawohl. Eine Schraube wieder und noch eine, jawohl. Und Moment, das wird mal weg. Jawohl. Und die belüftete Bremsscheibe raus. Okay. Jetzt haben wir das geschafft. Und wir kaufen eine neue Bremsbelüftet. Ich schaue mir gerade an die Avatar. Was war das für eine? Eine komplett normal, ganz normal. Gut, ich kann auch die kaputt machen. Was haltet ihr davon? Dass ich baue kein neues, ich gebe die, was gebrochen war. Da wird ja auch der Kunde sagen, oh, was ist hier los? Ich wollte Reparatur haben und da ist keine. So. Jetzt Bremse. Sehr wichtig. Belüftete Bremse. Brauchen wir nur eine. Jawohl. Und wir brauchen auch Bremsscheibe. Und das sind die nochmal. Und das machen wir auch jetzt gerade. Da brauche ich auch nicht wieder auf dem Computer zu kommen. Zwei Stück, ne, zwei Stück. Nicht drei Stück. So. Und jetzt kaufen wir. So, und jetzt wieder dran. Jetzt muss man auf die Montagemodus. Jawohl. Aber ich sehe gerade. So, Karosserie? Ne, wollte man nicht schon die Karosserie gehen. Das ist auch manchmal, muss ich aufpassen. Normale Modus, jawohl. So. Jetzt. So, jetzt. Da kann ich jetzt die neue Teile bauen. Montagebauteil, ja. Belüftet Bremsscheibe. Und jawohl. Die machen wir drauf und jetzt machen wir wieder die Sache. Bremsklotze. Ja. Ich weiß nicht, ob das war die Original, aber egal. Der kriegt auch was von mir. Bremssattel, ja, okay. Die waren auch fast neu, seine Bremssattel. Ne? Das muss ich zugeben. Okay, und jetzt schrauben wir. Die erste Schraube ist dran. Okay, jetzt die Felge. Und wieder schrauben wir. So, die erste Schraube steht dran. Die zweite. Der dritte. Ah, die sind gut fest, normalerweise. So, jetzt, das haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. So. Jetzt muss man auch demontieren. Aber irgendwie, das ist zu. Zu hoch für mich oder? Ich weiß es nicht. So, jetzt geht's. Felge weg. Die andere Felge. So. Jetzt. Okay, ich muss das wegmachen hier.
Die Bremsscheibe muss weg. Und wieder die neue dran mache. Ja, so das gehört, so das Arbeit. So, Bremsklotze, jawohl. Und Bremsscheibe weg. Okay, und jetzt kann man wieder montieren. Bremsscheibe, jawohl, die neue, bitte. Und dann jetzt die Bremseklotz. Jawohl, die sind noch ganz relativ neu. Ja? Ich weiß nicht, warum hat das damalige Mechaniker nicht alles optimal gemacht. Ja? Das muss ich zugeben, da hat er die falsche Werkstatt damals besucht. Ich bin die gute Werkstatt, jawohl. So, jetzt Felge, jawohl. Wieder dran. Und noch einmal. Oh, das war schnell, ich habe... So. Oh, ob die war fest, die Schraube, keine Ahnung. Ich hab's versucht. So, jetzt. Und jetzt muss ich auf die andere Seite gehen. Moment, raus, jawohl. Und da komme ich nicht direkt. So, jetzt hierher. Ja, klicken, okay. Ja, manchmal hat das Spiel trotzdem ein bisschen Fehler. Aber gut, ich habe euch gesagt, in die zweite Teil, dass die Fehler werden nochmal beheben. So, aber jetzt, ich komme nicht mehr dran. Prüfungsmodus, Auto bewegt, nee. Montagemodus, ja. Nee, nicht Montagemodus. Demontage, oh. Normaler Modus, ja. Und jetzt Demontagemodus, jawohl. Ich muss raus. Das ist wieder nichts bescheiden. Ja, ich glaube, da habe ich mehr Problem, wenn die Wagen ist komplett oben. So, da werde ich die Wagen wieder auf die Boden machen, weil das ist nicht, ich habe gedacht, das wird leicht, aber das ist für mich nicht so leicht. So. Ah. Wenn diese Hebebühne könnte auch funktionieren, das wäre optimal. Ah. Jetzt, dass das funktioniert. Okay. Ja, wie gesagt, da zum Arbeit mit die ganze Auto oben, das ist manchmal schwer. So, Felge. Ich mal lieber wie am Anfang, weil sonst habe ich Probleme. Und das wollte man auch nicht. Wollte man auch richtig machen. So, und wieder die Schrauben weg. Okay, und jetzt. Ah! Das ist die Bremsscheibe. Das muss man wegmachen. So, die Bremssattel erstmal. Und noch einmal, der Schraube weg, jawohl. Und, nee, das nicht, hallo. Eieiei. Jetzt bin ich immer an eure Teil gegangen, ich wollte nicht. So, jetzt wieder. So, jetzt. Die Bremseklotz, jawohl, und die Bremsescheibe weg. Okay, jetzt machen wir die neue drauf. Und okay, los.
Nee, wollte mal Montagemodus. Hallo, ich habe wieder was nicht gebaut. Oh, yeah. Ja, ihr kriegt mal ein bisschen. So, jetzt. Aber manchmal, ja, Sie sehen, dass ich bekomme nicht alles so richtig. Wo ich klicke, ich klicke. Ah, jetzt. Okay. Jetzt. Montagebauteil, ja, Bremsscheibe, jawohl. Jawohl, jetzt geht's. So, jetzt wieder die Bremseklotz. Ah, die sind noch okay, 80%. Und die nächste, die Bremssattel. Und jetzt. Nee, Bremssattel. Aha, ja, ja, ja. Jetzt. Bremssattel, jawohl. Ich hoffe, das wird auch funktionieren weiterhin. Jawohl. Ja, ich will das montieren. Und los. Und die zweite jetzt. Okay. Aha, jetzt bin ich wieder falsch. Ja, ich sehe, ich bin wahrscheinlich zu weit weg, dass ich aber auch Zugriff auf die Sachen. Das kann auch sein. So, kleinen Moment, das soll doch kommen. Hallo. So, jetzt. Nee, wollte man nicht. Montage, jawohl. Die Felge, jawohl. Und jawohl. Und schrauben wir das Feste. Und die nächste wieder. Und wieder die nächste wieder. Und noch einmal. Okay, das war's. Wir haben das geschafft. Ich gehe raus auf diesen Modus, Montage, und ich schaue mir das gerade an mit euch. Ich kann auch so rausgehen, jawohl. Der Auftrag ist nochmal erledigt, jawohl. Und da kriegt man nur 360, mal Liebe. Das ist aber nicht so viel, ey. Ah, wir haben jetzt 3 Aufträge verfügbar. Oh, da schauen wir gerade das zusammen. So, Telefon, wo ist der? Wo ist der? Jawohl, ihr. Ah, ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Jawohl, jetzt. So, Aufträge, jawohl. Was haben wir noch? Wir haben noch eine. Das ist eine gute Auto. Das ist eine Maserati, weil ich habe schon bis diese Part gemacht und da war ein Problem wegen der Auflösung. Aber ich sehe, dass die ist wieder da. Und wir werden auch das reparieren in die nächste Folge. Okay. Aufträge aufnehmen. So. Und ich schaue das auch gerade an, dass ich kriege auch bessere Grafik. Weil ich muss sagen, dass ab und zu da funktioniert nicht so ganz meine Maus. Oder Sie sehen auch. So. Jetzt haben wir unser Stück, unser Maserati. Ah, und das werden wir in die nächste Folge machen. Ich bedanke mich noch für Zuschauen. Ich wünsche euch noch einfach alles gut und bis die nächste Folge von Car Mechanics Simulator 2018. Und mach's gut. Ciao.